Gewinnermarketing muss anders sein. Mutig, mit klarer Positionierung, zeig mal Kante. Du kannst nie everybody's darling sein. Jetzt kommen zwei starke Beispiele, wie Marketing für Gewinner geht. Bleib dran. Mutig sein, eine klare Positionierung eingehen, Kante zeigen, Entscheidungen treffen und dabei bleiben. Nicht everybody's darling sein, damit tun sich endlos viele schwer. Aber genau das ist Marketing für Gewinner. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß das Unternehmen ist. Gründer, aufgepasst, mach das vom Start weg richtig. Ich erlebe es ganz oft, Kunden sagen, hey, mach mal was anderes, was Besonderes, was Mutiges, was andere noch nicht haben. Am Ende fehlt den Entscheidungsträgern der Mut, es auch wirklich umzusetzen. Es kommt doch das eher normale, klassische raus. Typisches Beispiel ist auch der Internetauftritt. In jedem Workshop sage ich, Leute, es bringt dir nichts, wenn da steht, willkommen bei der Mustermann AG, Traditionsunternehmen seit 100 Jahren, setzen auf ganzheitlichen Service, hohes Engagement, 23 Mitarbeiter, 4 Autos etc. Was ist das? Das ist Mainstream pur, das ist Langeweile hoch 10 und vor allem, was sagt uns das als Besucher der Website? Nichts. Tatsache ist, jedes Unternehmen setzt auf Service. Oder sollte es zumindest. Also der Gedanke, hey, wir machen einen tollen Service, ist erstmal nichts Besonderes. Tradition, ja wichtig, ich muss wissen, die gibt es nicht erst seit 2 Tagen, aber Kodak als Traditionsunternehmen pleite. Und die Produkte und Dienstleistungen haben andere vielleicht auch. Was unterscheidet die Muster AG oder Mustermann AG von anderen? Im Moment noch gar nichts. Und warum entscheidet sich ein Kunde für dich, weil du es genauso machst wie die anderen? Garantiert nicht. Bevor ich mit meinen 2 Beispielen starte, ein sehr kommerzielles Beispiel, DAF. Kennst du vielleicht Kosmetik? Als die rüberkamen, waren es die ersten, die gesagt haben, wir nehmen keine 90-60-90 Models, wir nehmen Menschen, mit denen sich die Zuschauer da draußen identifizieren können. Die einfach normal aussehen, sage ich mal, und nicht so auf Model getrimmt sind. Ob man es gut findet oder nicht, die sind rausgetreten aus dem Einheitsbrei und schafft eine Identifizierung. Thema Pure macht ja, Marketing aus der Praxis für die Praxis. Deshalb jetzt auch 2 Beispiele aus unserer Praxis, die das verdeutlichen. 2 Branchen, bei denen sich Unternehmen meist extrem schwer tun, aus der Masse rauszustechen. Beispiel 1, der Lebensmitteleinzelhandel. Ein Vollsortiment der Kunde von uns, breite Produktrange und Ziel natürlich, die Leute in den Laden zu locken. Und wenn du erstmal drin bist, wirst du begeistert sein, Hammer Bedientheken, eine unfassbare Vinothek und vieles mehr. Doch welches Image wird nach außen getragen? Nicht nur, wir haben eine riesige Auswahl und tolle Preise, das machen andere auch. Die Kommunikationsgrundlage ist hier, wir sind der besondere Supermarkt, der schräg drauf ist und sich immer mal wieder was Verrücktes, Neues einfallen lässt für dich, lieber Kunde, damit dein Einkauf zum Erlebnis wird. Es sind weder die Preise noch die Produktauswahl, die als besonderes Merkmal da rausstechen. Klar, Auch Preise werden kommuniziert, ein Supermarkt mit Angeboten ist essentiell. Aber dann immer in Kombination mit verrückten Posen von den Mitarbeitern, mit schrägen Ideen und einem ausgefallenen Wording, also besonderen Worten. Das ist dann, das schwebt immer mit. Alle Mitbewerber drumherum spielen nur die Auswahl und nur den Preis. Also wir lassen jetzt mal die Discounter außen vor. Ich rede von anderen Supermärkten. Weil die Discounter müssen immer den Preis spielen. Unser Kunde lässt Mitarbeiter auch mal mit einer Ananas auf dem Kopf, in der Attacke-Haltung von Hackebeilen und Salami, in verrückten Szenen in abfotografieren. Das ist einfach ein bisschen verrückt, das muss man sehen, um es zu verstehen. Unten habe ich dir das mal verlinkt, da kannst du mal schauen, wie das Ganze aussieht. Was ich damit sagen will, die fallen auf, die fallen unter allen anderen Vollsortimentern auf. Darüber reden die Leute da draußen. Versteht ihr? Über die Preise reden die auch. Das ist aber immer was Aktuelles, was Temporäres. Ich gehe am Wochenende hin, Bananen für 99 Cent. Ich habe keine Identifikation mit dem Markt. Das ist nichts Langfristiges, ohne Imagebezug. Es ist nicht nachhaltig und ohne Identifikation. Unser Ziel ist es, dass Menschen grundsätzlich positiv über Besonderheiten, über Eigenarten unserer Kunden sprechen. Und das muss auch dein Ziel sein. Die Besonderheiten, die sich im Kopf so richtig verankern, die so eine richtige Erinnerung aufbauen. Erinnerungen, die ich nur mit diesem einen Anbieter habe. Das ist die Kunst.
Und in dem Fall ist es wirklich eine geballte Ladung Marketing, die wir in die Köpfe hauen. Hey, du kennst uns ja, ein bisschen verrückt, aber hammer drauf. Bei den anderen Einkauf ist langweilig, bei uns macht das Spaß. Ist übrigens auch das Motto des Inhabers: Einkaufen macht Spaß. Und darauf bauen wir natürlich unsere Kampagne auf. Funktioniert wunderbar. Also, hier passt die Intention des Unternehmens: Einkaufen macht Spaß, mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Kampagne und der Bewahrheitung im Markt überein. Ist ein wichtiges Thema. Ich kann spielen, was ich will. Wenn ich das nicht am Ende, das Versprechen, was ich nach außen trage, einlöse als Anbieter, dann habe ich im Marketing auch was falsch gemacht. Jetzt machen wir einen gedanklichen Cut. Kommen zum Beispiel zwei Baubranchen. Ein Händler von Trockenbauprodukten, Gipskartonplatten und solchen Sachen. Das ist nicht wirklich spannend, nicht wirklich sexy. Aber ich sage, man kann aus jedem Produkt, aus jeder Dienstleistung was Spannendes machen, wenn man eine Positionierung eingeht und das alles richtig verpackt. Die USPs bei unserem Kunden sind hier Service und Logistik. So, jetzt sagst du: Moment, Tom, vorhin hast du gesagt, mit Logistik kann ich hier keinen hinterm Ofen vorlocken. Das stimmt. Deshalb haben wir das Ganze verpackt. Wir haben einen Rahmen drumherum gemacht. Wir haben uns unseren Kunden angeschaut damals. Das ist ein Händler. Und okay, was machen wir daraus? Da herrscht ein besonderer Spirit im Unternehmen. Es geht recht familiär zu. Sowohl unter Mitarbeitern als auch zwischen dem Händler und seinen Kunden, den Verarbeitern. Also, was steht für Zusammenhalt, Gemeinsamkeit, Familie per se? Es geht familiär zu, Gemeinsamkeit, Nähe, passt alles, wir nehmen Familie. Wir haben nun über jede Kampagne, jede Marketingaktion, jedes Event etc. die Familie als Element zum Image-Transfer genutzt. Nehmen wir den Kunden mal Schmidtbau, völlig fiktiv jetzt. Also, was ist die Schmidtbau-Familie? Beispiel Logistik. Lieber Kunde, wir fahren für dich 500.000 Kilometer quer durch Deutschland. Power Logistik, willkommen bei der Schmidtbau-Familie. Und so haben wir das über alles drüber gestülpt, über das Thema Personalrecruiting, über Produktauswahl und so weiter und so fort. Und nebenbei gab es ganz starke Kundenbindungsmaßnahmen. Ja, ganz, ganz nah am Kunden, so typisch below the line, um nochmal das Thema Familie wirklich in die Köpfe reinzukriegen. So kriegen wir alle Themen und Besonderheiten und so kriegt es alles einen intensiven Rahmen und es funktioniert unheimlich gut. Das gleiche wie beim Supermarkt. Bei Mitbewerbern spielt rein der Preis, also rein der Preis hat das Sagen. Hier tritt er ein bisschen in den Hintergrund. Ist natürlich immer ein wichtiges Element, aber die Kunden fühlten sich anders bei der Schmidtbau abgeholt. Bei der Schmidtbau-Familie, da habe ich Sicherheit, da kann ich mich drauf verlassen und so weiter. Das waren zwei Beispiele von zwei unterschiedlichen Kundengruppen, sogar einmal B2C und einmal B2B. Natürlich müssen andere Dinge wohl durchdacht sein, sonst geht der ganze Schuss nach hinten los. Alle Aktionen müssen zum Image der Produkte und Leistungen vom Unternehmen passen. Es muss zur Zielgruppe passen, sonst wird es alles nichts. Und wichtig noch, macht das Ganze oder gar nicht. Nicht auf ein Werbemedium setzen, einen Aktionismus machen und einmal kurz durchspielen und die Mitarbeiter nicht mitnehmen, das nicht auf der Webseite ausspielen etc. Das geht alles. Ihr müsst alles ins Boot holen. Ihr müsst komplett ausrollen und das für eine ganze Weile. Nicht mal eben einen Monat, das muss im Idealfall ein Jahr gehen, um einfach mal zu schauen, kriege ich den Image-Transfer hin, hat sich's in den Köpfen verankert und wenn ich es eine Weile laufen lasse, kann ich auch viel besser Schlüsse draus ziehen. Wie gehe ich in der Zukunft damit um? Also, du bist was Besonderes und du wirst nie alle begeistern. Du wirst es nie schaffen, alle gleichermaßen wirklich happy zu machen. Das ist auch nicht dein Ziel. Das ist nicht dein Ziel. Dein Ziel ist, was Besonderes zu sein. Du bist was Besonderes. Du kannst eine starke Positionierung eingehen. Also, da muss auch der Mut da sein, dass du eben nicht für den einen oder anderen Kunden der richtige Anbieter bist. Der ist dann aber auch nicht der richtige Kunde für dich. Meine Tipps: Denk drüber nach, was du anders machst oder gerne anders machen würdest, dich aber vielleicht nicht traust. Das ist dein Ansatz. Mach nicht das, was die Mitbewerber machen. Starte deine Kampagne für eine nicht zu kurze Laufzeit, um wirklich gut beurteilen zu können und mach es ganzheitlich oder gar nicht.
Nimm deine Mitarbeiter mit, deinen Vertrieb, deinen Innendienst. Alle müssen mitspielen. Alle transportieren das ja dann da draußen auf dem Markt. Und reflektiere und justiere nach. Und wenn du es richtig machst, mit mehr Mut im Marketing, mehr Mut, Dinge auch mal anders anzupacken, wirst du mehr Erfolg im Marketing haben. So, jetzt Achtung, Werbeblock von uns, wenn es für dich ein wichtiges Thema ist, und das sollte es für alle Marketingverantwortlichen sein, und du noch mehr tiefere Impulse brauchst, wie das so richtig gut geht, dann nutz einfach einen Workshop mit Thema Pure oder unser Online-Seminar. Werbung Ende. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dir Marketingimpulse gegeben hat, mach einen Daumen hoch. Abonniere uns auf YouTube, dann verpasst du keine weiteren Marketingimpulse mehr. Ich wünsche dir gutes Marketing.